Herzlich willkommen zum Einsingen um 9. 9 Uhr abends fast jetzt bei uns. Ich nehme es euch auf für den Morgen in der Abendsonne, denn am Morgen kommt sie von der falschen Seite. Hier bin ich nahe der österreichischen Grenze. In dieser Richtung ist Salzburg und da kommt ja auch unser lieber Wolfgang Amadeus Mozart her. Diese Woche das Einsingen zum Thema Mozart und das Ferieneinsingen. Oh, streckt euch in den Morgen und ich strecke mich in den Abend hinein. Heute Morgen war ich schon joggen in diesen wunderbaren Feldern. Das könnt ihr euch auch so vorstellen. Vielleicht wollt ihr auch noch gehen, wo ihr auch immer seid. Streckt euch und gähnt. Und dann höre ich überall das Surren, Zirpen kleiner Käfer und Grillen. Und wir beginnen auch gleich mit einem in den Morgen. Und wir klopfen uns ab. Wir klopfen. Ich klopfe gegen die Mücken, die schon langsam kommen. Und ihr klopft hoffentlich noch keine Mücken weg. Oh, und hier auch ein kleiner Schauer zum Frühstück. Und noch einmal. Sehr schön. Atmet ein. Es ist doch so schön in den Ferien, wenn man nicht arbeiten muss, wenn einfach der Kopf so frei ist und ihr atmet die frische Luft ein und lässt alles los. Noch einmal. Sehr schön. Und so wollen wir auch ganz sanft, wie die Grillen, unsere Stimme aufwecken. Hört ihr die Vögel? Und heute Morgen habe ich 3 Rehe gesehen, als ich joggen war. Und dann nehmen wir ein für all diese Insekten, die hier rumschwirren. Und jedes Mal geht es ein wenig höher. Schön. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi. Zusammen. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi. Von hier. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi. Und es kommt wieder ein anderer Vogel. Ich glaube, es ist die Vogelwoche wieder. Mimi. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi. Von hier. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi. Von hier. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi. Wir nehmen gleich noch eine Runde und gehen immer auch noch mal einmal in die Tiefe für dieses, was wir vorher hatten, das nämlich mit einem Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi. Und ihr genießt diese Vibrationen von hier. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi. Von hier. Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mimi, Momo, Mi.
von hier. Vielleicht wollt ihr den Bauch loslassen für die Tiefe. Mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi. Von hier. Mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi. Da links kommt gerade wieder die Katze, die vorgestern zugelaufen ist. Mi. Mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi. Mi. Mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi mi momo mi. Sehr schön, dann wollen wir. Wonne, 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 wonne. Die Katze schleicht schon wieder hier. Wonne, 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 wonne und Sonne. Sie ist warm, aber sie ist nicht zu heiß hier. So, Sonne, 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 Sonne. Ja, und dieses Hineinlehnen in den Liegestuhl, das nehmen wir mit von hier hinten. So, Sonne, Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Hier werden die Rippen weit. Wir versuchen einmal ohne Töne, sondern nur dieses Einatmen in den Rücken. Ah, sehr schön. So, jetzt mit Sonne, Sonne, Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Von hier, wie wenn euch jemand halten würde von hinten. Sonne, 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 Sonne. Von hier, Sonne, Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Oder so eine Wand hättet, an die ihr anlehnen könnt. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr es auch mal probieren. Steht so hinten mit dem Rücken an die Wand und lehnt euch richtig an. So, Sonne, 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 Sonne. Sonne. Sehr schön. Jetzt wollen wir die sengende Sonne, 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 die sengende Sonne. Von hier. Die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne. Sagt es einmal nur. Sengende Sonne. Und wir haben diese und das und das die sengende Sonne. Und diese Klinger, das ist wieder so eine schöne Vibration, die ihr habt hier. Von hier die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne. Von hier. Die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne, die sengende Sonne. Und jetzt der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Wir nehmen ein wenig Zeit für den Prrrr. Von hier. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Von hier. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Von hier, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Ja, und das R und das Prr, das R klingt ja. Nehmt das als Sprungbrett
in den Vokal nachher. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Noch einmal. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Der ein bisschen tiefer. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Der und ihr hört, dass ich schon auf dem Ton bin, mit dem R wirklich schon genau da eingehakt habe. Versucht das auch mal. Der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Der der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen, der prasselnde Regen. Super, und jetzt wollen wir von oben nach unten mit einem oh, wie schön. Ja, hier ist es wirklich. Oh, wie schön. Oh, 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 wie schön. Und ihr bereitet das vor schon mit einem erstaunten Wow, Einatmer, der schon oh, wie schön zusammen. Oh, wie schön von hier. Das Konzert geht weiter hier oben. Hat sich gerade ein Biest beim Kameramann aufs Hemd gesetzt. Oh, von hier, oh, wie schön. Oh, oh, wie schön. Oh, und unten, das kennen wir schon. Da haben wir eine super Schnute. Ihr könnt einmal das so singen. Oh, wie schön. Dann spürt ihr nämlich diese Vibration auch. Oh, von hier. Oh, wie alles zurückwirkt von hier. Oh, wie schön. Und für die tiefen Stimmen noch ein. Oh, wie schön. Noch einen für die tiefen Stimmen. Oh, wie so, jetzt bin ich auch langsam am Ende mit meiner Tiefe. Sehr schön. Ja, ich habe was mitgebracht für euch. Ich muss schnell hier meinen Spick. Denn der Vater von Wolfgang Amadeus Mozart hat ihm nämlich mal in einem Brief etwas geschrieben, was auf eine seiner Vorlieben hindeutet. Nämlich, nur bitte ich dich, mein lieber Wolfgang, keinen Exzess zu machen. Die starken Weine und vieles Weintrinken ist schädlich. Ja, der Wolfgang Amadeus Mozart scheint auch sehr gerne getrunken zu haben. Und ich weiß nicht, ob ihr aus dem Don Giovanni diese Szene kennt, wenn der Don Giovanni noch einmal zum letzten Mal die Tafel decken lässt, bevor er zur Hölle fährt, der Komtur noch einmal zurückkommt. Dann beginnt er mit Già la mensa è preparata. Kennt ihr das?
super bekannt. Das singen wir einmal zusammen. Già la mensa è preparata. Da ist die Tafel gedeckt. Und der Wein kommt dann auch vor. Noch einmal. Già la mensa è preparata. Und im Italienischen ist es ja so schön, weil da gibt es so viele Vokale. Also bleibt auf dem Già la mensa è preparata. Già, già la mensa è preparata. Das seht ihr jetzt nicht, aber da hinten ist schon das Feuer und der Pizzaofen, der ist schon an und nachher werde ich eine Pizza genießen dürfen. Ich weiß, es ist nicht so bayerisch, aber es macht trotzdem Freude. Già, già la mensa è preparata. Von hier, già la mensa è preparata. Und das ist ausladend, so eine Tafel. Già, già la mensa è preparata. Von hier, 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 già la mensa è preparata. Super. Und wir sind auch schon bereit für. Und hier kommt jetzt mein Kanon. Ich nehme jetzt einfach das Büchlein in die Hand, so auf dem Feld, wo der perlende Wein heißt. Dieser Kanon von Wolfgang Amadeus Mozart und der geht so. Ich kann nichts einblenden, bin mitten auf dem Feld, da gibt es keine Einblendungen und nichts. Da gibt es nur das Gehör und den prickelnden Wein, den wir jetzt besingen. Wo der perlende Wein im Glase blinkt, da lass uns weilen. So geht dieser Kanon, der ist nicht so lange, aber da die, die wir beginnen hier, wo der perlende Wein, wo nochmal von hier, wo der perlende Wein, noch einmal, wo der perlende Wein im Glase blinkt, da lass uns weilen. Weilen, dieses lange Weilen, nicht Langeweile, sondern lange Weilen. Lasst uns weilen. Ich singe euch nochmal von diesem Lasst uns weilen, das lange Weilen. Lasst uns weilen. Noch einmal. Lasst uns weilen. Haben wir einen ganzen Takt Pause, also eigentlich anderthalb Takte.
dann beginnt es wieder. Ich dirigiere mal dazu, sodass wir dann wieder in den Anfang hineinfinden. Wo von hier? Wo dir perlende Wein im Glase blinkt, da lasst uns weilen. Pause, Pause, Pause. Wo dir perlende Wein im Glase blinkt, da lasst uns weilen. Pause. Wo wir wollen einmal nur dieses Weilen, dieses Legato, Legatissimo finden beim Weilen. Weilen. Behält euer A, wo es ist, so dass es nicht ein A ist zu Beginn und dann ein A wird, weil man ein bisschen nachlässt mit der Zeit. Nein, wir müssen hier diese Form immer noch behalten. War von hier noch einmal nur das Weilen. Weilen. Ja. Sehr schön. Und jetzt? Wo dir perlende... Bisschen höher. Wo dir perlende Wein im Glase blinkt, da lasst uns ganzen Takt Pause noch wieder. Wo dir. Und jetzt immer nach zwei Takten könnt ihr einsetzen. Es gibt 6 Orte, wo man einsetzen kann, nämlich immer nach 2 Takten. Und das könnt ihr, wie ihr Lust habt, machen. Vielleicht seid ihr ja zu zweit zu Hause, dann können wir dreistimmig singen. Wo von hier beginne ich? Und immer nach 2 Takten könnt ihr einsetzen. Wo dir perlende Wein im Glase blinkt, da lasst uns weilen. Wo und jetzt noch ein bisschen eine tiefere Version. Wo dir ba, da, 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 wo, wo dir perlende Wein im Glase blinkt, da lasst uns weilen.
vielleicht ist das der Gegenentwurf zum Già la mensa è preparata. Und wir haben dieses Weilen und das ist hier so schön. Hier kann man wirklich ganz wunderbar weilen. Ja, ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag, was auch immer ihr Prickelndes trinkt. Und bis morgen wieder zu einem, da bin ich schon wieder zurück, dann bin ich schon wieder im Studio. Aber es war eine Freude, hier mit der untergehenden Sonne euch zu, mit euch zu singen. Einen ganz schönen Tag wünsche ich euch. Ciao!